eine Hitzgottheit wieder. Nicht zum Aushalten. Karos. Ich werde ein bisschen rosten, man muss ja nicht alles übertreiben. Ja, sag einmal, Gusti, ja. Bist du narrisch geworden? Sitzen statt arbeiten? Ich arbeite mich ja eh noch blöd. Nein, das kannst du nicht, weil das bist sowieso schon. Ja, da hast du recht. Weil ich bin nämlich eine Jubiläumsausgabe. Seit 25 Jahren arbeite ich hier da. Und das ist aus mir geworden, gell? Okay, sei nicht frech, ja? Und überhaupt ist der Bauer schon zurückgekommen? Nein. Jedes Mal, wenn der mit seinem Freund unterwegs ist, findet er nicht nach Haus. Den Meister unserer Ackerkultur und Viecher habe ich heute noch nicht gesehen. Also heute hat's dich wieder arg, gell? Was redst du für einen Blödsinn zusammen? Das habe ich alles von unserem Jungchef, deinen Herrn Sohn, gelernt. Ach. Der ist so gestudiert, dass er da nicht mehr geht. Ah ja, ja, mein Sohn. Sag einmal, wo ist er denn? Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Nee, der ist doch schon in aller Herbertsfrühe weggegangen. Er hat gesagt, er schaut sich die Felder an und kontrolliert den Boden. Es ist so was Blödes. Als ob uns den jemand stören könnte. Du, ich hab so lachen müssen. Da hat er mich nur angeschaut und ist gegangen. Ja, das kann ich mir denken. Sag einmal, bist jetzt endlich fertig da herinnen? Sonst hätte ich mich ja nicht niedergesetzt. Nee, du bist nur ein bisschen zu früh gekommen. Ja. Du, Bayerin, hast du schon gehört, im Nachbarort, die... Na, wer denn? Was? Wer ist im Nachbarort? Greidlerin oder wer Nein, ist es? Nein, nochmal die Greidlerin. Ja? Die hat ein Dings. Was hat's nachgestellt? Ein Verhältnis? Also bitte, sogar die Greidlerin hat ein Verhältnis. Und ich komme nie zu einem Mann. Wie machen die das? Ja. Gescheiter, die anderen machen es gescheiter. Okay. Eine anständige Frau tut sowas also, nicht. Bitte, ich verzichte aufs anständig sein, gell? Ja, ich sag dir das nur, weil ich weiß, wie du drüber denkst. Ja, ja. Du sagst mir das nur, weil du quatschen bist, gell? Und jetzt geh schön wieder an deine Arbeit. Kannst du mir in der Arbeit fürs übernächste Ort geben? Endlich habe ich was zum Erzählen. Jetzt aber raus, Marsch! Jetzt die ganze Breit los, ja, ja, ja. Dann aber sitzt schon wieder. Ja. Musste gehen die Kuchel und putzt das Gemüse, ja? Jawohl. Du, Bayerin, ich glaube, deinem Mann geht's nur deshalb so gut, weil du nie zum Herumkommandieren hast. Eigentlich sollte ich ja das ganze Jahr über eine Schärpen tragen. 25-jähriges Jubiläumsmartyrium. Martyrium? Ja. Das ist nicht lo. Viel Arbeit habe ich mit dir gehabt. Alles habe ich dabei bringen müssen. Ja, wie zu einem Mann komme aber nicht. Ja, das ist ein Glück für die Männer. Marsch in die Küche, das Gemüse wartet. Tja, ein Mann war mir lieber. Diese Gusti ist ein lieber Kerl, aber ein bisschen narrisch ist halt. Einen wunderschönen guten Morgen, geliebte Mutter. Aber selbstverständlich. Dank dir. Gusti, bring meinen Sohn am Tee. Ja, sag einmal, wieso bist du heute schon so früh auf? Du sollst dich doch in deinen Ferien ausschlafen und so richtig erholen. Du, das tue ich ja sowieso. Du Mutter, unser Boden, der ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ja, ja. Na, das höre ich gern. Na was, unsere Gusti, warst du ein bisschen verwirrt damit? Ja, ich glaube, mehr sie mich. Ja. Du, wie ihr gesagt habt, ich gehe unseren Boden kontrollieren. Da hat's mich groß angeschaut und hat einen Lachanfall gekriegt. Ja, bin geschaut, dass ich schnell davon komme. Ach so. Nein. Beängstigend. Glaubst du, du etwas von einem Arzt untersuchen lassen? Ja? Nein, nein, das legt sich schon wieder. Du, jetzt erzähl mir mal, wie hast du die erste Nacht geschlafen in deinem Bett? Ja, traumhaft, ja, wie immer. Komm, ich muss mich, danke schön. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich mich in diesem Bett wiederfinde. So. Ja, sicher. Überall, wo du hinschaust, sind Tuchrand und Polster und alles mit Daunen und Daunen. Als erstes in der Früh, da muss ich mir die Tuchrand aus dem Bett geben, damit der Körper befreit wird. Ja, und dann die Polster, damit der dazugehörige Kopf auch frei wird. Okay, bitte übertreibe das so. Es ist halt nur ein richtiges Bett, so wie es gehört. Nicht so wie die in der Stadt drinnen. Du, entschuldige, wenn ich dir was frage, aber wie steht's denn zurzeit mit deinen Freundinnen? Was magst denn da? Ich hab mit mir selber um 20 Schilling gewählt, dass das die zweite Frage sein wird. Also,
Also zu deiner Beruhigung. Zurzeit habe ich keine Freundin. Mein Schmetterlingsdasein ist sozusagen ja eingestellt, was? Ja? Mhm. Na, wann's war es? Denn in der Beziehung hast du eine ungeheure Ähnlichkeit mit deinem Vater. Aber geh, Mutter. Wie du deinen Vater geheiratet hast, da war er doch schon in der zweiten Blüte und also viel ruhiger. Ja, ja, wer's glaubt. Aber jetzt zu was anderem. Sag einmal, wie lange kannst du diesmal Urlaub machen? Na, ich denke so 2 Monate. Ne? Ja? Dann habe ich ungefähr noch ein halbes Jahr Praktikum von mir. Na, und dann schaue ich, dass ich schnellstens wieder zu Hause komme. Ne? Du wirst dich wundern, was sich hier noch alles ändern wird. Das muss ich dann eh mit dir und dem Vater noch besprechen. Ja, das redst du dann mit dem Vater. Du weißt, ich misch mich da nicht rein. Okay, danke. Du, Tee trinke ich später. Okay. Jetzt beschäftige mich noch ein bisschen mit dem dann. Ja. Und dann schaue ich mir unseren jetzigen Viehbestand an. Ja, mein Lieber, da wirst du freuen, wenn du das siehst. Alles ist frisch und munter. Sag, wie geht's denn der Rosi? Rosi, meinst du die Wegsteiner Rosi? Aber nein, ich meine den Liebling unter meinen Kühen, die Rosi. Ach so. Ne? Die war doch als Kalberl, war's doch mein Jugendgespiele. Da kannst du dich nicht mehr erinnern, wie wir immer miteinander fangen gespielt haben. Ne? Und ich hab machen können, was ich wollen hab. Gunnar hat immer sie. Ne? Und dann ist stehen geblieben und hat mich so großen und frechen Augen angeschaut. Als ob sie mich noch auslachen tät auch noch. Ja, also, diese Rosi blüht und gedeiht. Wer ist denn das heute schon so früh? Ja, herein! Einen wunderschönen guten Morgen! Ihr auch, Günther! Guten Morgen, Wendelin! Morgen! Bist du allein gekommen oder ist der Bauer auch dabei? Denn wo du bist, ist ja er und wo er ist, bist ja auch du, ne? Was wagelst du denn so blöd wie ein Kopf? Nein, heute bin ich allein gekommen. Ich wollte nur nachschauen, wie es da geht, Günther, gell, und wie es ausschaust. Und ob du vielleicht statt oder auf irgendeine andere Weise geschädigt bist. Ah ja, weil er dich sich dann bestätige vor. Also, Wendelin, zu deiner Beruhigung. Ich bin in keiner Weise geschädigt, sondern nur noch strahlender in meiner Männlichkeit, ja, und Schönheit geworden. Also, das sicher nicht. Aber dafür größenwahnsinniger. Wozu auch allen Grund hätte. Denn er ist nicht nur schön und strahlend, sondern auch gescheit. Was dir total fehlt. Jetzt hörst, wie lieb deine Mutter zu ihren Nachbarn und besten Freunden von deinem Vater redet. Also, wie man glaubt, nur auf der Uni geht's lustig zu. Wenn wir sagen, das ist ja eigentlich gar nichts gegen euch da. Sag einmal, Günther. Wenn du mit deinem Praktikum fertig bist, kommst du dann wieder da zu uns zurück? Na sicher. So, Prost, Renner. Prost. Prost. Du, da werde ich radikal beginnen, hier einiges zu verändern. Du sag einmal, kannst nicht langsam beginnen? Na ja, sonst störst du am Ende unsere friedliche Ruhe, ja? Und wer? Sag, Gusti, hast du das öfter? Na, nur wenn ich dich anschaue. Ah, danke, dass ich mir eine Witzfigur ausschaue, wenn ich noch nicht gewusst. Sag einmal, wollt ihr mich vielleicht mitspielen lassen? Ja, aber gern, wenn ich nur wüsste, bei was. Aber schau, Burger, ich muss ja nicht deshalb so lachen, weil unser Jugenddoktor gesagt hat, er kontrolliert den Boden, sonst wird er uns gestohlen. Gusti, erst. Das mit dem Stehlen habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber denkt hast du das? Nein, aber dafür denke ich mir jetzt etwas anderes. So, was denn? Ja, das kann ich nicht laut sagen, weil sonst lacht sie nicht mehr, sondern weint, weißt du? Also, das weiß ich ja, dass die Gusti blöd ist. Also, ja, aber dass du dich auch diesem Stadium näherst, habe ich nicht gewusst. Also, Burger, ich bin ein Jubiläumssingle. Hm? 25 Jahre mannlos. Das verwirrt ein bisschen, ne? Du, Doktor, die wollte ja... Also, dass du das geworden bist, das wundert mich. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, wie man sieht. Danke, Gusti. Du sag einmal, ich wollte fragen, warst denn du kein männliches Wesen für mich? Es rennen da eh so viel herum. Vielleicht sollte man in der Stadt fischen. Nein, das tue ich nicht. Das ruiniert den Fremdenverkehr. Wendelin, also. Sei doch nicht gar so garstig. Gusti, ja. Schau. Gusti, du bist etwas Besonderes. Ja, das kann man wohl so. Was Ausgefallenes? Bei jedem Durchgefallenes. Wendelin, sei endlich ruhig. Ne? Und deshalb, Gusti, musst auch so lange warten, bis dir auch so einer, der so ist wie du, weißt, über den Weg läuft. Wie lange muss ich denn da noch warten? Na, lang. Wie lang? Na ja, 50 Jahre. Also, Burger! Du bist so gemein. Bin ja auch etwas Liebes.
was man gern haben kann. Ja, von der Ferne. Von der Nähe, du Depp. Du bist ja nur eifersüchtig, weil du schon verheiratet bist und mich daher nicht haben kannst. Sitz schon wieder. Sag einmal, Wendelin, hast du bei dir zu Hause keine Arbeit? Du, Gusti, ich habe gesagt, dass es dann Schnittlauch holen geht. Ja, ich wollte nur ein bisschen wachsen lassen. Jetzt aber marsch! Ja, also bitte nicht die kleinste Pause in Anspruch nehmen. Neugier, zu meiner Jugendfreundin, was? Ja. Zu meiner Rose, zu meiner Gescheckerten. Und wer schaut, ob sie mich immer noch so groß anschaut und dabei lacht, wenn sie mich beim Laufen schlägt? Was, unser zukünftiger Doktor hat eine gescheckerte Jugendfreundin? Ja. Die ihn beim Laufen schlägt? Ja, wo gibt's denn sowas? Frag nicht so blöd und schau lieber, dass du nach Hause kommst. Deine Frau wird dich schon mit Freuden erwarten. Ja, mir scheint, du bist heute mit dem linken Fuß aufgestanden, weil du gar so hantig bist. Wenn er gleich hantig sei, geben. Nein, ich möchte nur wissen, wo mein Mann so lang bleibt. Ja, vielleicht ist er noch im Wirtshaus. Heute ist ja wieder Schuldenzahltag. Ja, also eins verstehe ich nicht. Seit 18 Jahren habt ihr jetzt eure Kegelpartie. Und seit 18 Jahren verliert er. Ja, er lernt's ja erst. 18 Jahre lang? Ja, du, das ist ja nicht lang. Bei so einem schwierigen Gespür, da brauchst du Jahrzehnte dazu, bis du es nur halbwegs begreifst. So. Na, du kannst das aber. Ja, ich. Ich habe schon die Windeln damit angefangen. Mhm. Wir haben so als Kind schon statt den Ballen eine Kegelkugel zum Spülen gegeben. Ja, die dürfte öfters aufgefallen sein. Ja, weißt du, Aralia, jeder Mensch braucht sein Hobby. Aha. Ja, wir haben unsere Kegelpartie und du hast dein Mundwerk. Ja, und damit du siehst, dass du recht hast, schaust du, dass du weiterkommst. Hm. Geh lieber ins Wirtshaus und sag mein Simon, er soll sich ein bisschen beeilen mit dem nach Hause kommen, ja? Also, Aralia, bleib mir, bis ich wiederkomm, gewogen, gell? Ja, ja. Ärger dich nicht, vierte Gott. Du! Und weil ich jetzt die Tür da aufmache, mach du bitte den Mund zu. Warum? Ich vertrag keine Zugluft. Da wird da immer blöder. Gusti, was ist mit dem Schnittlauch? Ja, hält's mich nicht so. Sonst nehme ich mich noch den Stress. Ja, also ich weiß nicht. Wir hätten das 25 Jahre lang ausgeholt noch. Ich lach mich schief. Unser Jugenddoktor ist übergeschnappt. Der spielt mit unserer Rosi Fangerl. Und dabei ruft er immer, na komm nur, du mein Wurzel, du mein Schatzel, jetzt wird's lustig werden. Lustig mit einer Kur? Ich lach mich schön. Gusti, ja? Gusti, warum hast du denn jetzt wieder schon so gelacht? Hä? Na, also, wenn du das mit einem Madel spielst, dann lass ich mir sie einreden. Aber mit einer gescheckerten Kur? Sag einmal, wer hat denn gewonnen? Na, sie. Ich lach mich schön. Kostet, jetzt hör mal auf. Ne? Ja. Die Rose, die ist die Spielgefährtin meiner Jugendzeit. Aber etwas ganz anderes. Wie da, bist ruhig. Bist du? Wie da beim Tisch gesessen bin, ja. Da hab ich mir gedacht, Gusti, du bist doch jetzt schon relativ lang bei uns. Ja, ne? 25 Jahre, ja. Eben, und deshalb hab ich mir gedacht, Gusti, willst du nicht einmal heiraten? Also frag doch nicht so blöd. Was hast du gesagt? Ach, entschuldige, Doktor. Also, dass du das geworden bist, als Kind warst du doch immer so vergesslich. Aber Gusti. Na ja, bitte, du hast ja nur ein Glück gehabt, dass du nicht am Kopf gefallen bist, ne? Ich scheinbar immer. Wieso? Na ja, was hab ich mir meinen Kopf zerbrochen, dass ich zu einer Vermauung komme? Dann hab ich auch. Ja, aber Gusti, schau, das liegt ja nicht am Kopf allein. Nee? Na, Gusti, da spielen ja andere Sachen auch noch mit. Ja, welche? Na ja, das kann ich dir jetzt nicht so schnell erzählen, aber Gusti, schau, das Gesamte eben. Na, in alles. Ah ja. Ich verstehe. Noch nix. Noch nix. Also, schau, Gusti, bei einer Frau, da schaut man eben auf alles. Ja, ich stehe ja eh da als alles. Ja, das ist ja. Warum? Fällt mir was? Ja, der Verstand. Hä? Schau, Gusti, bei einer Frau, da schaut man zum Beispiel auf die Fusseln. Hobby. Ja, aber wie? Schau dir doch nur die Latschen an, die du da tragst. Ja, aber praktisch, ja, ne? Aber das, Gusti, schau, das sollen sie ja nicht sein. Ach, nee? Nein, zart. Zart sollen sie sein. Aha, aha. Und Gusti. Ja, was denn? Na, das ist klar. Was ist? Ein Kleid, ja, Gusti. Ja? Der soll zum Anbeißen sein. Ha, du bist ja, ha? Das tut doch weh. Ja, aber Gusti, das ist doch bildlich ausgedrückt. Aha. Ne? Also langsam krieg ich da Angst um deinen Kopf. Gusti, das Gesicht soll rosig wie ein Apfel sein.
Ein Apfel ist gewöhnlich grün. Das ist doch auch poetisch gemeint. Interessant. Rote Äpfel gibt's auch. Aha, ja, und die Haarkrusten, ja. Die Haare. Das sollen Locken sein, die sich in der Sonne spielen. Locken? Die sich spielen? In der Sonne? Die Stadt verdirbt ihn. Weißt was? Ich schreibe mir das Ganze auf. Also, Gusti, hast du immer was zum Schreiben bei dir? Ja, weil wir alles nachholen, was ich in der Schule versammelt habe. Aber das merkst du doch eh. Nein, eben nicht. Also, ich muss ein Apfel sein, der Lockeln hat und wo man fest reinbeißt. Ja, genau so habe ich es gemacht. Ein vom Studium Geschädigter. Lisa, ich wusste, aber ich muss jetzt schnell meinen Verstand weiter trainieren. Denn wenn man länger als 5 Minuten mit der Gusti beisammen ist, da glaubt man, man hat ihn verloren. Na ja, Simon, der Alte wird eine Freude haben. Ja. Weil jetzt sind wir wieder da. Nein, wir sind doch fort, nicht? Ja, sind wir schon da, nicht? Sag einmal. Jetzt habe ich das schon öfters auf ein anderes Postamt als auf uns geführt. Und jedes Mal hast du Geld aufgeben. Sag einmal, wirst du erpresst? Oh, das sind 6 Schillinge, nicht? Was hat denn Schillinge mit 6 zu tun? Na ja, ich hab einen Liebeskoffer für Erwachsene gekauft. Nicht, nicht so blöd daher. Sag mal lieber, warum du zahlst. Na ja, ich sag das. Hm? Aber ein Wort, Franz, der Simon, Frau. Du kennst mich doch. Ja, eben, ich kenn, nicht? Bei dir geht alles um einen und gleich der Wasser, nicht? Du musst mir ja nichts dazu. Na, nein, ich sag das schon. Ich ja, geh schau, ob die Tieren zu sind. Und ob niemand hucht. Das ist das Wichtige. Da hucht niemand. Wenn es auch nimmt, setzt dich her, trinkt mal ein Glas Wein und nachher der Züst macht. Na ja, ist ein Sommer war's. Ja, das ist ja jedes Jahr. Na ja, schon, aber das war mein Sommer, unser Sommer, nicht? Also, unser Briefträger ist wie jedes Jahr auf Urlaub gefahren, nicht? Und da ist der Ersatzbriefträger gekommen, nicht? Und da haben meine 6 Wochen angefangen, ja? Mit Briefträger? Ja, Simon, sag einmal, seit wann bist du? Bist ein Trottel, ja? Das war natürlich eine weibliche Hilfskraft, nicht wahr? Resi, Zipfer hat's geheißen. Resi Pista hat's geheißen. Ja, ja. Also ich sag dir, die war... Eine Fesche war das, ne? Also eine Fesche, ein Geschenk war das. Was heißt, also sowas von einer Figur, da oben, hat alles nach oben gedrängt. Und unter der Taille, wenn es gegangen ist, hat es ihn hin und her geschmissen. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Du fängst ja heute noch zum Schwärmen an. Na ja, also, mein Alter war damals gerade weg, verstehst? Weil es zu ihrer Krankenschwester gefahren ist, nicht? Und da ist sie gekommen. Die Resi? Nein, der Nachtwächter, na klar. Die Resi, nicht wahr? Sie ist zu mir hergekommen und hat gesagt, pass auf, ich habe einen Brief für Ihnen da, die Adresse ist schlecht geschrieben, ich lese mit Ihnen, ja. Nicht wahr? Und da hat sie zu mir hergelernt. Ah, ja. Jetzt wird's interessant. Ganz neu, aber was ich meine, 2 Spitzen habe ich gespürt auf meiner Brust, nicht wahr? Und dann bin ich ganz narisch geworden, nicht wahr? Und hab einen roten Schädel gekriegt. Ja, und sag einmal, wie lange hat er sich denn so an dich gedrückt? Ja, ganz kurz, ganz kurz. Das ist gleich wieder weggegangen. Hat gesagt, wir sehen uns ja wieder, wenn ich wieder mit einem Brief komme. Und dann ist sie gegangen, nicht? Und ich hab nachgeschaut zu den Turnübungen, einmal rechts, einmal links, einmal. Und da hab ich wieder einen roten Schädel gekriegt. Bist aber stark errötet damals. Ja. Also, am nächsten Tag ist dann wiedergekommen und ich hab wieder. Ja, du hast einen roten Kopf gekriegt. Ja, so weißt du das, nicht? Also, pass auf, da haben wir dann so plaudert und da ist hintere geschaut und gesagt, was sind das für Gebäude? Habe ich gesagt, das ist der Heustall, nicht? Und ich gesagt, der Heustall? So was habe ich noch nicht gesehen, das möchte ich gern kennenlernen. Habe ich gesagt, bitte, ich führe ihn dahinter, nicht? Und ich gesagt, nein, heute nicht, morgen, nicht? Und ist wieder gegangen und ich habe wieder nachgeschaut, Na ja, und hast die Retourenübungen bewundert? Ja, am nächsten Tag ist dann gekommen, verstehst du? Da hat sie überhaupt nichts gesagt, nicht? Nein, da hat sie wieder einen Brief gewunken und mit dem Finger von der anderen Hand hat sie zum Heustall gezeigt, nicht? Und
da sind wir dann hintergegangen, nicht? Sie voran und ich hinter ihr, nicht? Als wir bei uns hier der Mond waren, die Mondsichtiger, nicht? So bin ich dann hochgegangen, nicht? Und da fahren wir so mitten in den gesessen. Und da hast du einen roten Kopf gehabt? Nein, den habe ich auf einen gekriegt, nicht? Ich gehabe, nicht? Ja, sie hat meine Hand gestreichelt, verstehst du? Und ich habe auch alle Hand bei ihr gestreichelt, nicht? Und dann hat sie gesagt, ich weiß, was du jetzt gern machen möchtest, nicht? Da habe ich zum Stottern angefangen, nicht? Da hat sie gesagt, dann magst du, nicht? Und da habe ich noch mehr gestottert. Dann hat sie mich genommen, hat mich umgerissen, ich bin auf ihr. Und so hat die große Liebe begonnen. Na ja, und wie oft ist denn gekommen? Na ja, das ist jeden Tag fast. Jeden Tag? Na, jeden Tag, na ja, gut. Damals war ich sehr stark, ich meine, ich habe sehr viel Zöller gegessen in der Zeit, ne? Prost! Prost! Ja, sag einmal, Simon, hast du denn doch gar nicht an deine Alte gedacht? Ja, weil ich an meine Alte gedacht habe, hat es mich bei der Reise so gefeiert, weißt du? Sag einmal, wie lang ist denn das Ganze gegangen? Ja, 6 Wochen. Leider nur 6 Wochen. Und dann sind die letzten 2 Tage gekommen, ne? Die letzten 2 Tage sind gekommen. Ich kann ja nichts dafür, dass es nur mehr 2 Tage waren. Am letzten Tag ist dann wiedergekommen zu mir, aber hat gewunken, hat es nicht. Es ist hergegangen zu mir und gesagt: Simon, ich krieg ein Kind. Was? Hat gesagt: Von wem? Hat gesagt: Von wem? Von dir natürlich, nicht? Simon, du hast mich zur Mutter gemacht, nicht wahr? Hab ich gesagt: Oh je, da bin ich da bin ich noch mal gefallen. Bis mir dann mein Schnaps gewaschen hat, nicht wahr? Bin ich zu mir gekommen, hab ich gesagt: Ja, wie ist denn das passiert? Hat es am Strahl gezeigt und hat gesagt: wie es passiert ist, wirst du dir ja vorstellen können, nicht wahr? Na ja, und so bin ich halt dann da gewesen. Ja, aber sag einmal, hast du das deiner Alten gesagt? Ich bin nicht deppert, das heißt. Meine Alten? Ja, na, die hätte ich erschlagen. Ja. Die hätte mich erschlagen, nicht wahr? Nein, der habe ich gar nichts gesagt, ne? Nicht ein Prost. Prost. Na, und die Resi hat alles gut vorbereitet? Alles gut vorbereitet. Ja. Weißt du, sie hat gesagt, wenn sie ein Bub wird, nicht wahr? Dann heißt er Simon, ne? Wenn es ein Mal wird, heißt es Simone, nicht wahr? Ich habe gesagt, das klingt wie Limone, nicht? Jetzt sag einmal, du Kindererzeiger, ja. Wie ist denn das dann weitergegangen? Na ja, es ist dann nicht gestart, nicht? Und wie es vor dem Kindergekommen gewesen ist, war ich auch schon wieder da, nicht? Sie war in einem Zimmer drin, der Arzt war bei ihr und die Schwester. Und ich bin heraus auf und angegangen, mein Lieber, ich hab Zustand gehabt. Das will man nicht hinkriegen, ne? Du hast die stärkeren Wehen gehabt, wie ja, sie. Wehen, das waren Stürme, die wir nicht hinweggebracht sind, nicht wahr? Na, und dann ist die Tür aufgegangen, die Schwester ist rausgekommen und hat gesagt, ich gratuliere zur Prinzessin. Ne? Ah, zur Limone. Ja. Dann hat gesagt, darf ich reingehen? Hat gesagt, ja, aber ganz kurz. Na, da bin ich reingegangen. Zu meinen Orangen, Alimone, zu ihren Zitronen, ja. Und da ist Trinkling die Reise. Ganz bloß was. Und die wie die Kleine. Meine, die war lieb. Aber so klein, ne? So klein. 2,5 Kilo, ne? Da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich gesagt, Reise, die ist aber klein. Hab ich einen Fehler gemacht. Ne? Ich sag mir, nein, du bist in Ordnung. Und ich danke dir, mein starker Simon. Ne? Ja, dann bin ich wieder heimgefahren. Nicht? Bin aber dann alle Monate ein paar Tage zu ihr gefahren. War eine schöne Zeit, habe ich überlebt. Nicht? Und auf die Nacht haben wir einen Wein getrunken. Nicht? Und dann hat sie einen alten Brief genommen und gewachtelt. Nicht? Und dann sind wir wieder ins Heim. Ich meine, ins Bett gegangen. Nicht? Also die 2 Weiber, die ich da gehabt habe, die haben mir eine Freude gemacht. Ja? Ja, na, wenn ich bei der einen Gemüse gehabt habe, bin ich zu der anderen gegangen. Nicht? Ja, aber Simon, ja. Jetzt sag einmal, da bist du ja dann ein Bigger, Der Mist kannst du schenken, nicht wahr? Also mein Doppler hat mich wirklich gefreut. Also sind Monate und Jahre vergangen und ich bin immer wieder einig. Na ja, und dann ist wieder ein Herbst gekommen, verstehst du? Und so ein nebliger, grauer Tag war es. Ich war den ganzen Tag schon unruhig, nicht? Aber es ist nichts passiert. Um 10:30 in der Nacht bin ich in meiner Kanzlei gesessen und meine Alte war schon schlafen gegangen, nicht wahr?
Der Leiterapparat, die Reservoirs, ne? Und da hat's da gesagt, dass das zweite Kind kriegt. Das ist ja nicht so blöd, nicht das zweite Kind. Nein, nein, sie hat gesagt, bist alleine? Hat gesagt, ja, hast gleich Sehnsucht gehabt nach mir, dass du spät noch anrufst. Hat gesagt, nein, Simon, ich muss dir jetzt sehr weh tun, hat sie gesagt. Simon, du darfst nie mehr zu mir kommen. Nie mehr. Und zum Kind auch nicht. Und da habe ich gefragt, ja, warum? Hat gesagt, weil ich geheiratet habe. Da habe ich in den Apparat reingeschrien, hast gleich zwei Geld von mir gekriegt. Und dann war eine kleine Pause. Und dann hat sie gesagt, Simon, das von Geld hast du nicht sagen dürfen. Schau, ich bin eine ledige Mutter, nicht? Und ich hab viel hören müssen, da und dort, aber ich bin drüber gekommen, nicht? Aber wie meine Kleine vom Kindergarten gekommen ist, weinend und hat gesagt, Mutti, warum hab ich keinen Vater, nicht? Die anderen Kinder haben gelacht über mich und haben gesagt, du bist ein armes Mädel und nicht einmal einen Vater hast, nicht? Und da hab ich gewusst, was ich zu tun hab. Und wenn mir der Postdirektor dort, wo ich angestellt bin, einen Antrag gemacht, hab ich auch gesagt. Simon, ich hab's nicht gern, da hat sie gesagt. Simon, du weißt ja, dass ich die, nur die, und dann hat sie zum Weinen angefangen. Ich hab gesagt, Reise, wein nicht. Was du gemacht hast, wird ja vielleicht seine Richtigkeit haben, nicht? Es hat mich halt schwer getroffen. Und wenn die Kleine fragt, warum ich nicht mehr komme, nicht? Dann sagst du, ich bin weit, weit weggefahren und ich werde es immer gern haben, sagst du. Und ich werde immer an sie denken. Und dir, Reise, dir danke für all das Schöne, was du mir gegeben hast, für deine Liebe. Und das ist jetzt alles aus. Da habe ich nicht weiter können und habe den Hörer aufgelegt. Ich hab dann nur ein paar Mal geredet, aber ich hab den Hörer nicht mehr weggenommen. Das ist sehr, sehr arg gewesen für dich, Simon. Ja, ich hab monatelang nur gesagt, man trinkt, man trinkt. Aber ich bin nicht drüber gekommen, weißt du? Du, Simon? Ja. Ich glaub, Alme, du hast das heute noch gern. Gern? Nach so vielen Jahren. Aber nachdenkt habe ich über das Ganze, über sie, über mich und über mich. Keiner, der einen fremden Vater hat. Wendelin, manchmal träume ich mit offenen Augen, dass ich es durchs Hoftor reinkomme. Sie winkt mir zu und lacht mich an. Und, nein, ist ja alles verrückt, verrückt, das ist Geschichte. Wendelin, frag mich nie mehr. Um das gehört nie mehr. Ist er recht, Simon? Prost. Prost, Wein. Prost. Was heißt denn das? Wie schaust denn du aus? Na, so wie du gesagt hast. Bitte, Fussel, zierlich und klein. Ja? Ein Kleidl, damit man mich beißen kann. Und Lockerl, damit die Sonne was zum Spülen hat. Gusti, warum gehst denn so eigenartig? Ja, weil's mir zu klar sind. Das sind meine Kindheitsschucherl. Ja, wie lange ich es aushalten werde, weiß ich nicht. Weil meine Zeugen glauben, sie sind im Gefängnis. Ja, aber gell, jetzt bin ich sehr schön. Ja, furchtbar. Ich meine, direkt beängstigend schön. Ja, sag, werden die Männer jetzt auf mich fliegen? Ja, fliegen schon, aber davon was. Was hast du es wieder? Ja, Gusti, fliegen werden sie und benommen werden sie davon sein.
Nicht zum Aushalten. Du sag einmal, ist jetzt genug an mir zum Spielen? Ja. Erwecke ich jetzt die Leidenschaft? Ja, den leidenschaftlichen Wunsch. Bei mir zu sein? Nein, ganz weit weg zu sein. Wieso weit weg zu sein? Ja, Gusti, um sich aus weiter Ferne nach dir zu sehnen. Ja, da hab's ja nichts davon. Oh ja, die Sicherheit, weißt du? Wieso die Sicherheit? Ja, Gusti, so können sich die Männer in Liebe, weißt du, nach dir verzehren, weißt du, ohne dass Angst haben müssen, dass da begegnen. Ja, ich will aber nicht haben, dass sie mich in der Ferne, sondern dass sie mich hier verzehren. Ja, Gusti, das geht ja nicht so schnell. Du musst den Männern ja Zeit lassen, nicht? Dass sie sich da holen, ne? Jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst, ich habe sie durch meinen Anblick so geschockt, dass sie erst dir Luft holen müssen, bis sie wieder reden können. Ja, genau so habe ich es gemeint. Ja. Gusti, du willst da nicht wieder was aufschreiben, gell? Na, freilich schreibe es wieder auf. Du, besonders das Verzehren in der weiten Ferne ist wunderschön. Gusti, sag, hat dich außer mir heute schon irgendwer gesehen? Na, außer dir nur unser Federvieh. Du, denen habe ich aber auch sehr gut gefallen. Die sind so narrisch herumgeflogen, wie sie mich gesehen haben, dass ich fast nicht zu den Eiern gekommen bin. Hoffentlich waren das nicht die letzten Eier für die nächsten paar Tage. Ne? Also bitte, erstens einmal legen Händeln jeden Tag. Ja, ab jetzt nimmer. Und zweitens kann ich sie durch meinen Anblick nur animiert haben, mehr zu legen. Ja, selig sind die Armen im Geist. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Warte, ich schreibe mir so. Na, Gusti, nicht. Schau, Gusti, man muss ja nicht alles verstehen, weißt? Sonst kriegt man ja nur Kopfweh. Na, ich habe nur Fußweh. Also. Weißt du was? Ich muss ja Heidelberg brocken gehen, weil wir kriegen dir zu Ehren einen Heidelbergkuchen. Also, ich glaube, die Schuhe fallen nicht lang aus. Jede Zeche an mir hat ihre eigene Vorstellung von Freiheit. Na, da hab ich ja. Da hab ich ja was Schönes angekriegt. Nein, die Bücher lasse ich nicht da. Auf keinen Fall! Weil sonst glaubt die Gusti am Ende nur, das ist ein Heizobjekt für den Ofen. So, mein Kind. So, mein Kind, wir sind da. Weißt du, Mutter, so sehr ich mich drauf gefreut hab, so nervös und aufgeregt bin ich jetzt. Schau, Veronika, du bist jetzt schon erwachsen genug. Und wie wir hergefahren sind, habe ich mir gedacht, jetzt ist die günstigste Gelegenheit, es dir zu sagen. Ja, du hast ja recht. Aber es ist doch ein Unterschied, dass mein Onkel, den ich bisher gehabt habe, dass der plötzlich mein Vater geworden ist. Mein Gott, Veronika, ich war damals noch jung und ledig und, naja, ich habe ihn sehr gern gehabt. Ich wollte ja immer einen Vater haben. Jetzt habe ich sogar zwei. Und weil mein Onkel jetzt mein richtiger Vater ist. Ein bisschen irritierend ist das Ganze schon für mich. Und Mutter, weiß mein Vater, dass wir kommen? Aber keine Spur. Nein, schau, ich habe ja die längste Zeit überhaupt nichts von ihm gesehen und nichts von ihm gehört. Aber es war schon gut, dass wir hergekommen sind. Schau, du willst ja unbedingt auf dem Land leben, obwohl es ja mir lieber wäre, wenn du jetzt nach der Matura weiter studieren würdest. Die Matura habe ich nur dir zulieb gemacht, obwohl es immer mein Wunsch war, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Das muss sie von ihrem Vater haben. Naja, und deswegen sind wir ja auch da. Mein armer Vater, der wird schauen. Ja, sei gut. Die Reise, gleich wird's mit der Brühe finden. Simon, mein Postempfänger. Halt, Simon, geh nicht weiter. Geh nicht weiter, schau her, das ist sie. Deine Tochter. Groß ist worden, gell? Ja, mittelgroß, nicht wahr? Na komm her, gib dann ja Zeiger ein Puzzle. Hm? Muss ich ausschauen. Da sieht es alles zusammengebracht aus. Und ähnlich schaut's mir, ähnlich, weißt du? Mir vom Gesicht aber gerissen, ne? Also Gott sei Dank nicht. Ne? Aber Simon, du wirst dich gleich noch viel mehr freuen. Ja. Stell dir vor, unsere Veronika bleibt ab heute bei dir. Also das geht ja nicht. Schau, wann meine Alte, bitte, fahrt's wieder zurück. Aber Vater, wir sind erst gekommen. Na ja, bis eh mein Herzl, nicht wahr? Aber wenn ich mein Alter sehe, nicht wahr, dann hast du die längste Zeit einen Vater gehabt, nicht wahr? Nix da, die Veronika bleibt jetzt hier. Ich hab sie 18 Jahre lang erzogen. Jetzt bist du dran mit den Vaterpflichten. Schau, erstens einmal, will sie aufs Land? Aufs Land? Ja. Willst du nicht aufs Wasser? Ich kann dir ein Schiff, ne? Schau, und zweitens einmal ist es deine Pflicht,
hier auf dem Land eine gute Partie für Sie zu suchen. Aber Mutter! Ja, aber Mutter, was ist denn? Ich kann ja zu ihr, mit ihr zu meiner Alten gehen und sagen, da ist meine 18-jährige Tochter, ne? Die erschrockt mich. Hast du denn so eine Angst vor deiner Frau? Nein, Angst, keine, aber fürchten die mich halt. Pass auf, Simon, du sagst ganz einfach, das ist eine weitschichtige Verwandte, die niemand mehr hat und deswegen zu dir gekommen ist. Ja, ich habe aber keine weitschichtigen, nicht? Ja, mein Gott, dann halt eine nachschichtige, ne? Nachschichtige, da habe ich noch eher eine weitschichtige, nicht? Mein Gott, Simon, da denkt doch halt welche aus, ne? Na ja. Du hast doch sonst immer so viel Fantasie gehabt. Ja, du meinst den Schnau, oder? Na ja, los, ich will ja nicht fort. Nein, du musst ja bei mir bleiben, nicht? Was eigentlich, ich weiß schon, was ich sagen werde. Ich werde sagen, der Onkel, das ist der... Nein, der ist zerfleddert, würde ich meine. Aber der Großvater, werde ich sagen, aber... Nein, der ist schon lange ausgetreten aus dem männlichen Geschlecht. Ich weiß schon, wer sagen, du bist vom Cousin, bist du die Tochter. Das ist aber schwierige Verwandtschaft. Du, Vater, wie soll ich dich denn anreden? Anreden? Ja. Na ja, das ist ja ganz einfach, nicht? Also, sag statt Vater, Papa zu mir. Nicht? Das ist doch das Gleiche. Na ja, das ist das Gleiche. Und du meinst also, das Hirn hat sie auch von dir? Ja, ich hab gedacht, ne? Ja. Armes Kind. Weißt du was, Vater, ich sag ganz einfach, wie der Onkel zu dir. Okay, Veronika, geh, schau dich ein bisschen auf den Hof um, ja? Ich hab mit deinem Vater noch was zu reden. Ja, Mutter. Vater, Onkel, ich bin gleich wieder da. Ja, 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 aber geh mal nicht verloren, ich bitte. Ja. Aber Vater, wir sind doch nicht in der Wildnis. Ja, eben. Na, Simon? Ja. Hast du Freit, dass du mich wieder siehst? Nein, ein bisschen gedämpft. Gedämpft ist der Freit. Bist du gedämpft? Da weißt du, wie überhaupt keiner einer brauchst. Na, so bitte. Na, so was sagst du denn zu deiner Tochter? Ja. Wie die sich herausgemausert hat? Na ja, ist ja kein Wunder, nicht wahr? Bei mir ist Foto. Na ja, Reise, bitte, geh. Ich gehe wieder so gern, aber wenn du meine Ohren siehst, ich mache meinen letzten Schnaufer. Hörst du, Simon? Na? Aber schön war es schon mit uns zwei. Schnaufer. Na schön, aber nicht immer. Bleib bei meinem Stall sein. Also gut, Simon, ich gehe. Aber ich komme wieder. Na freilich kommst du wieder. Und bald kommst du wieder. Nicht? In 2-3 Jahren vielleicht. Du, Simon, bin ich noch immer eine Frau, die man begehren kann? Na klar, also, sind alles da, nicht wahr? Na, ich krieg schon wieder einen Udenschädel. Simon! Na, was hat's? Ich bin doch noch immer eine schöne Frau. Na, freilich, freilich. Wenn's jetzt noch wagelt, sind wir in Heistor. Also gut, Simon, ich gehe dir zuliebe. Ja. Aber wie gesagt, ich komme wieder. Na, freilich. Da krieg ich keinen Busel zum Abschied? Na ja, aber nur eins. Oh, Simon! Ah, hopp, schon wieder, ne? Schon wieder. Simon! Sie, wollen Sie nicht sofort meinen Mann loslassen? Simon! Na, was ist? Befreie dich von dieser Frau! Na ja, was ist so leid? Lass mich aus. Du, sofort kommst du her zu mir. Ich bin nicht narrisch. Schau, das ist eine Frau, der ich schon sehr viel Freude zu verdanken habe. Was? Na ja, was mir meine verschollene Nichte gebracht hat. Aha, und deshalb küsst dich diese Dame? Na ja, aus Freude, weil sie wieder gefunden hat, ne? So, bitte, und was heißt Lichte? Nichte. Also, ich bin ganz begeistert. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, das ist die liebe Veronika und das ist die nicht liebe Eulalia. Sehr erfreut, liebe Tante. Gleichfalls. Nichte. Nichte, mein Vögel. Aha, also dann kommst du mit mir in die Küche. Und beim Kaffee erzählst du dann, warum du erst heute gekommen bist. Eigenartig ist das alles. Eigenartig. Na, der Weiße kommt gut. Es ist eh gut gegangen, nicht? Der Schlagen hat's mir nicht, nicht? Du, Simon, jetzt sind wir allein. Ja, ich schwör's. Hättest kein Gusto? Wenn ich jetzt so mit einem Brief winkende. Na ja, dann waren wir in Stau. Ne? Du, Simon, sag, erinnerst du dich noch, wie ich zu dir gesagt habe, Simon? Ja, nicht bei den Uhren, nicht bei der Narisch. Simon, ich weiß, was du willst.
Na ja, und da habe ich so Stottern angefangen. Und wie ich dann weiter gesagt habe, Simon, ja. Dann tust du. Ja, und dann hast du mich umgerissen zu dir. Eigentlich war das eine Vergewaltigung. Du Simon? Ja. Wenn ich halt sage, na? Ja. Dann tust du. Na, dann erinnert dich zu dir, ne? Du meinst, ich muss gehen. Ja. Die Erinnerung. Ich muss an die frische Luft. Heiß ist es noch erinnern. Ja. Simon. Find auch das schon. Denk über das nach, was ich da vorhin gesagt habe. Mhm. Servus, Simon. Wie das denn? Das ist, sie mag es nur, oder? Na ja, der Steudel ist mir sicher, der kann nicht. Na, was sagst du? Zu unseren freudigen Ereignissen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber soviel ich weiß, hast doch du gar keine Verwandte. Ja. Oh ja, mich? Eben. Sie, ja. Ja. Na, sie hat mir den Verwandtschaftsgrad auch nicht gerade richtig erklären ja, können. Schwierig. Sag einmal, wer bin denn dann ich? Die Großmutter. Was? Die Tante. Ja, also dann komm, liebe Veronika, ja. Werde jetzt dein Zimmer zeigen. Alles Weitere bereden wir dann, bis ich mit deinem Onkel Deutsch geredet habe. Später. Ja. Onkel Gussi, und schaut auf uns. Sie küsst so gern, ne? Ja, ja. Und du bleibst da, bis ich zurückkomme. Ja, wie lang? Bis ich zurückkomme. Ja, lieber. Simon! Dein Freund ist da. Ja, du bist doch noch angegangen, ne, Mann? Sag mal, was hast du denn heute? Bist du ja ganz verwirrt. Ja, verwirrt? Schon früh kommt da einer, wer steht da, die ja. Rese und das Heukind. Ne? Du meinst damit am Ende Mutter und Tochter aus der Fremde? Die Fremdlinge waren da, waren ja so. Ja, das kommt davon, wenn man zwei Frauen hat. Ist eine schon ein Naturereignis? Schau, ich komme einer her und die Reise nimmt mir küsst mich stürmisch, kommt bei Alte, macht einen Schrei, weg war's und das Mädel war da. Ne? Mich wundert nur, dass du noch ganz bist. Das wundert mich auch. Ne? Du sag einmal, wie hast du das Mädel nachher vorgestellt? Du nicht am Ende als deine Tochter? Ich bin ja kein Trottel. Ja. Ich sag, das ist eine entfernte Verwandte. Ne? Also in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stehen. Es ja. Wird sehr schwer werden für dich. Ja. Ja, ja, mehr wird er schlagen, kann die ja deine Alte nicht. Du bist ein guter Freund. Ja, ich geh mich erholen. Ich geh zum Zahnarzt und lass mir meinen besten Zahn ziehen, damit ich nicht denken kann, verstehst du? Zum Zahnarzt erholen. Also den armen Simon, den hat's arg erwischt. Also ich glaub, ich hab mehr Heidelberg gegessen, als was ich gefragt hab. Naja, daran ist ja nur mein verwirrter Seelenzustand schuld. Hust du? Wendelin! Hust du, wie schaust denn du na, aus? Wendelin, was sagst du? Und Wendelin, schau her. Schön, ha? Na, zum Fürchten. Okay, das sagst du doch nur, weil... Moment. Weil ich dich erschlagen hab. Und du jetzt gern in weiter Ferne wärst, um dich nach mir zu verzehren. Gusti, sag einmal, dir ist nicht zufällig irgendwas am Kopf gefallen. Also, wenn ich scharf nachdenke, na? Bist wo drüber gefallen, weil du hinkst? Also, sei doch nicht so begriffsstützig, dass ich meine zarten Schucheln für meine großen Fusseln. Gusti, bist du vielleicht im Fieber? Ja, im Fieber der Liebe. Oh. Wendelin. Sag, reizt es dich denn gar nicht, mich ein bisschen zu beißen? Oder möchtest du lieber als Sonnenkönig mit meinen Lockern spielen, ha? Sag einmal, was bin ich und was soll ich? Sag einmal, warst denn du nie in der Schule? Und außerdem fällt dir jegliche Art von Romantik. Da gibt's die Sonne, den Sonnenkönig und meine Lockern. Und da wird dann untereinander gespielt. Wendelin, beiß mich. Such dir ein verführerisches Stückel aus, hm? Da bist du narrisch geworden? Ich bin ja kein Kannibale. Kannibale bist keiner, aber ein männliches Nichts. Was? Ich bin ein Mann, an dem noch alles dran ist. Ja, aber sehr verkümmert. Verkümmert? Ja, und dir fällt die ganze Erotik und alles, was dazugehört. Sonst hättest du schon längst bemerken müssen, was
für eine Erscheinung ich bin. Das Monster von Niederkleinstetten. Lass mich einmal schauen, was da drin steht. Ja, das ist nichts für dich, sonst wirst du selig. Und du weißt ja nicht einmal, was das ist, gibt her. Also, Wendelin, da bitte. Seit die 6 Uhr so schön da. Es ist ganz dreckig. Weißt du, was du bist? Das hast du mir gerade vorhin zu Ort beseitigt gesagt. Ach, mit dir rede ich ja gar nicht mehr. Du Zwerg von einer männlichen Ausgabe. Ich geh jetzt und kauf mir das Buch Erotik ohne Widerstand. Also das hat mir noch keiner gesagt. Zuerst soll ich ein Sonnenkönig sein, dann bin ich ein Zwerg. Nein, ich geh lieber, weil wer weiß, was da heute noch alles passiert. Ach, sag einmal, kannst du nicht schauen? Ich kann dann durch die zugemachte Tür nicht sehen, dass du gerade daher segelst. Fregatte. Also jetzt sind so alle verrückt worden. Da ist ja unsere Gusti direkt normal. Benni, Benni, gut, dass du da bist. Du, Benni, ich hab dich da. Sag einmal. Wie schaust denn du aus? Na, was sagst du? Verführerisch, du. Zum Spielen und zum Beißen. Sag einmal, ist da wer auf die Zehen gestiegen, dass du hatscht? Na, aber hast du schon sowas Liebes gesehen? Wenn ich dagegen deine anschaue, schier. Sag einmal, hast du zufällig heute eine Mohnblume gegessen? Dein Kladl. Erschreckend. Da wirst du nie bissen werden. Vom Anknappern will ich gar nicht reden. Und deine Frisur. Grauslich. Was? Na, wenn ich das sag, da schau mir an. Da schau her, lauter Locken. Und schau, wie die sich spülen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wenn sich jetzt noch ein Mann in weiter Ferne nach mir verzehrt, was dann eintritt? Ja, Sonnenfinsternis. Das verstehst du ja nicht, weil du gehörst ja schon viel zu sehr dem Altertum an. Na, eine Jugendblüte bist du gerade auch nimmer mehr. Ich bin wie ein Blatterl. Ein bisschen welk, aber immer bereit zu fliegen. Fliegen? Ja, das wirst du gleich. Okay. Sag mal, was willst du denn da herinnen? Jesus, nein. Ich wollte die Frau sagen, muss ich die Heidelbeer extra backen? Ja, sag mal, bist du narrisch geworden? Ja. Na, mit dem Teig natürlich. Ja, wie soll denn ich das wissen? Hast denn du bisher allerweil den Kuchen gemacht? Jetzt komm mit in die Kuchel und schauen wir einmal zu. Nein, schau. Ja, ja. Also lang halte ich das nicht mehr aus. Das sind die Prachtlocken. Diese lange Prachtlocken. Wunderschön ist es da. So habe ich mir das immer gewünscht. Simon Schweiger, ich bin froh, dass du mein Vater bist. Na, da schau her. Wen haben wir denn da? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Veronika Pfister und eine weitschichtige Verwandte vom Herrn Schweiger. Und wer sind Sie? Gehören Sie auch daher? Ich glaube schon. Ich bin derjenige, der auch ein weitschichtiger Verwandter vom Herrn Schweiger ist. Ich bin so eine Art Nichte. Ja, ich bin so eine Art Neffensohn. Aha. Wo arbeiten Sie auch da? Sie schauen mir nicht so aus, als ob Sie schon viel Badarbeit gemacht haben. Ja, bis jetzt noch nicht. Ich mache jetzt mein Praktikum, aber es wird nicht mehr lange dauern. Da wird sich hier einiges ändern. Na, hoffentlich nicht. Es ist doch schön, so wie es ist. Ich will ja von der Schönheit nichts wegnehmen. Ich möchte nur hier etwas verbessern und dort etwas rationalisieren. Ja, aber Sie schauen mir auch nicht gerade so aus, als ob Sie schon sehr viel am Land gearbeitet hätten. Ja, da haben Sie recht. Ich habe meiner Mutter zwar die Matura machen müssen, aber jetzt bin ich fertig damit und kann endlich das machen, was ich immer wollte, nämlich in der Natur sein. Das heißt, am Land arbeiten. Aha. Lobes, direkt zum Anbeißen. Günther, die wäre etwas für dich. Ja, wissen Sie, da ist es eben sehr gelegen kommen, dass ich eine weit entfernte Verwandte vom Herrn Schweiger bin. Ja, das ist wirklich ein Glück. Und das können Sie jetzt noch gar nicht wissen, ob das ein Glück ist. Ich habe so eine Vorahnung, die mir so etwas, glaube ich, einflüstert. Ich glaube, ich auch. Aber sagen Sie, wie heißen Sie denn überhaupt? Ja, entschuldigen Sie. Günther Schweiger. Schweiger? Wie mein Onkel? Ja, stimmt genau. Ja, das kommt daher, weil in unserer Familie, da hat's zwei Brüder gegeben und deshalb, wenn Sie gestatten, auch Schweiger. Aber sagen Sie, verstehen Sie denn irgendetwas von der Landwirtschaft? Bis jetzt noch nichts. Dann werde ich Ihnen alles zeigen. Sagen Sie, Veronika, ich darf doch Veronika zu Ihnen sagen. Ja. Sagen Sie, was sagt denn Ihr Freund dazu, dass Sie so ganz am Land leben wollen? Gar nichts. Und wieso?
Weil keiner da ist, der was sagen könnte. Wunderbar. Sagen Sie, spielen Sie das oft? Ja. Was denn? Na, die Bücher runter am Boden und dann wieder aufheben. Ja, nur wenn man fahrt ist dann. Was finden Sie wunderbar? Ich find's wunderbar, wenn ein Mensch so vollkommen unbelastet ist, wenn er ganz frei ist. Ja, und Sie? Und ich? Na, ich meine, was wird denn Ihre Freundin dazu sagen, wenn Sie nach dem Studium nicht in der Stadt bleiben wollen, sondern auch aufs Land gehen? Da mache ich mir keine Gedanken. Wissen Sie was, Veronika? Ich zeige Ihnen jetzt unsere Landwirtschaft mit dem ganzen Geflügel, Tier und Vieh. Veronika, haben Sie Vertrauen zu mir? Ja. Na, dann kommen's. Sagen Sie, nehmen Sie die Bücher auch mit? Ja, warum denn? Na, dann wird's uns an Abwechslung sicher nicht fehlen. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn der Tag so weitergeht, dann kann es bis zum Abend noch recht lustig werden. Ja. Sieht er ganz recht? Was gehst unnötigerweise zum Zahnarzt? Na ja, ja, ja. Hab ich entspannen wollen. Ne? Entspannen? Na, der Schock muss aber hart gewesen sein. Was für ein Schock? Simon, du stellst mir jetzt sofort Rede und Antwort. Ah. Frag ihm nix, siehst du ja, dass er nicht reden kann. Ja, 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 das hat er mir zu Fleiß gemacht. Aber ich gehe jetzt nicht von da weg, bevor du mir nicht sagst, was es mit der Veronika auf sich hat. Du und wer dieses Weib war, die sie hergebracht hat. Dieses Weib? Ja. Das ist ihre Amme. Was? Ihre Amme? Na ja, 18 Jahre lang? Ja, sie ist lang gestillt worden. Ne? Sie hat sich nicht entwöhnen lassen. Bitte, ich rede doch nicht so ein Blödsinn daher. Ja, weißt, das ist von der Injektion, die haben der Doktor gegeben. Simon, mach's doch wie ich. Sag immer schön die Wahrheit. Ich kenn da meine Schmieren. Ne? Ja, Lalia, weiß doch, dass ich immer die Wahrheit sage. Ja, nicht einmal, wenn du schlafst. Ja. So. Und jetzt sagst du mir mal, was es mit der Veronika auf sich hat. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ja, das ist ein armes Heumädchen. Ja. Du bist ja blöd. Das weißt du jetzt seit heute. Alania. Ja. Alania, du bist doch eine gute Frau. Ja, ja, gut bin ich schon. Ja, was sollten, ne? Schau, nimm du sie halt unter deine Fittiche. Ja, oder sonst wohin, ne? Simon? Du mir schwant was? Lass es weiter schwanen. Du, Mary, ja. Ist es richtig, dass der Kuchen raucht? Jesus, na das auch noch. Yes. Du bist ein Tranch. Wo ist denn der rausgekommen? Papa, was sagst du? Gell? Mein Anblick hat dich so umgehauen. Ich bin die schöne Gusti. Die Gusti, ja. Die schöne? Wo bist du schön, sag ich. Da, das siehst du jetzt nur nimmer mehr, weil du jetzt auch zu den Verzehrenden in der weiten Ferne kehrst. Aber warten, die lassen nichts beißen an mir. Bart, schau. Ja, gell? Wenn ich so hupfe, bei meinen Reimer zerreißert's mir, ne? Du sag mir, Simon. Ja. Lieb und fesch ist deine Veronika, hast du gesagt. Na ja. Na ja, jetzt musst du nur noch schauen, dass das unter die Haube bringst. Na, warum hast du denn nicht? Na ja, du hast 18 Jahre nichts da für sie, jetzt kannst du ruhig einmal was machen. Nichts da, hörst? Die ganzen Jahre hat es mich gebissen und heute beißt es mich noch immer. Beißen? Was du Wanzen? Du bist ja da, wo du Wanzen. Das Gewissen hat mich gebissen. Gewissen? Das hätte gar nicht sein müssen. Hättest das bloß der Veronika beichten müssen. Dass du mit deiner Blödheit auf der Welt bist, das ist wunderbar. Also das muss ich mir jetzt überlegen, ob mir das gefallen lässt. Wenn ich wiederkomme, sage ich da, wo ich mit dir rede. Du Doppelhupfer. Gott, nachdem ich jetzt gerade den Wendelin hab weggehen gesehen, hab ich mir gedacht, dass du jetzt da bist. Oh, mein Scheiner. So, ne? Hast du die Viecher angeschaut, ja? Kannst du das noch unterscheiden? Also, Vater, wenn ich auch woanders mein Praktikum mache, soll ich doch nicht vergessen, wie es bei uns da ist. Ja, das ist nicht einfach. Ist zum Beispiel eine Kuh, die hat was und der Ochs, der hat nichts. Ne? Ja, aber Vater, Herr. Nein, ich sage, Vater, sehr wichtig, ob er was hat oder nicht hat. Ne? Vater, ich habe nichts vergessen. Ich weiß noch immer, dass die Händeln die Eier legen und dass der Hahn kräht. Wenn der Hahn nur gerannt hat, waren die Händel nur am Tragen.
Also Vater, ich werde beweisen, dass ich nichts vergessen habe. Ja. Aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, wir haben da einen interessanten Zuwachs gekriegt. Ja, haben wir keinen Keimerl gekriegt wieder. Ich meine doch die Veronika. Ja. Sag Vater, was ist das beste Alter zum Heiraten? Überhaupt nie. Vater, du hast doch auch geheiratet. Und ich werde nicht so lange warten wie du. Puh, Herrst. Flattere von Blume zu Blume, mach da ein Nipperl und dort ein Nipperl, aber bring mir keine heim, Herrst. Vater, Herrst, no. Ich mein, du warst doch auch glücklich, sonst hättest du nicht gehört. Na ja, wenn man Talent für Sprünge hat. Ne? Ich mein, Sprungen bist du? Na ja, einmal ein bisschen rechts gesprungen und ein bisschen links gekupft und dann holt man es aus. Ne? Also ich werde alles daran setzen, Vater, dass ich sie krieg. Oje. Bruder, du bist eine schwere Zukunft. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das werden wunderschöne Zeiten sein. Ja, schön. Schönen Anfang ist schön, aber da war so blöd, dass wir heiraten. Du, und ich glaube, dass ich ihr gefällt. Obwohl ich sie erst heute kennengelernt habe. Aha, du hast ein Satellitentempo, ne? Du, ich werde jetzt die Initiative ergreifen. Ich bitte, greif nichts auf bei ihr, gell? Vater, ich werde alles daran setzen, dass ich sie heiraten kann. Das ist doch nicht so, oder? Sag, wie heißt sie überhaupt? Veronika Pfister. Ah, die Veronika. Die Veronika. Ich fahre in der Unnacht, wo es ja wurscht. Wirklich alles großen Spaß. Das Einzige, was mich bedrückt, ist, dass ich der Eulalia nicht die Wahrheit sagen darf, dass ihr Mann mein Vater ist. So gern ich da bin, so nervenzerreißend ist die Situation. Grüß dich, Veronika. Grüß dich, Günther. Entschuldigung, grüß dich, Günther. Na, bleib mir doch gleich beim Du. Ich meine, wenn es dir recht ist. Bitte, gern. Ja, und jetzt sag's mal, was das für eine nervenzerreißende Situation ist. Ne? Na, ich meine, weil ich halt so gar nichts von der Landwirtschaft verstehe, deshalb. Lücke, da brauchst du doch keine Sorgen zu machen. Das werde ich dir doch alles lernen. Das ist sehr lieb von dir. Aber ich glaube, ich muss jetzt gehen. Veronika, da bleibst du. Sag, Veronika, glaubst du, dass ich dir gefallen könnte? Ja, vorstellen könnte ich mir's schon. Und könntest du dir auch vorstellen, ich meine, vorausgesetzt, dass alles zusammenpasst, dass du für immer da bleibst? Möglich wär's. Ich meine, immer vorausgesetzt, dass alles stimmt, auch bei mir. Ja, vorstellbar wär's schon. Aber darauf kann ich dir jetzt noch keine direkte Antwort geben. Aber das ist ja für den Anfang eh recht viel. Veronika, weißt du was? Ich fahr heute Nachmittag auf die Alm und du fährst mit mir mit. Gern, sehr gern sogar. Vorausgesetzt, die Tante lässt mich weg. Geh, mach dir keine Sorgen, mit der werde ich schon reden. Also abgemacht. Die Wege sind weit, doch ich bin bereit. Na, jetzt ist Nachmittag. Grüß Gott. Der Gusti, ja. Was machst du denn mit dem Rock da? Ja, meine Füße versuche ich zu anonymisieren. Was tust? Meine zweiten Füße versuche ich entschwinden zu lassen. Der Gusti, ist da versehentlich eins von deinen Abfall aufs Kopf gefallen? Ja. Wieso entschwinden? Du hast ja eh riesengroße Stiefel an. Ja, was soll ich denn machen, wenn meine Zeichen Luftballon spülen? Obendrein bleiben meine zarten Fusseln unerkannt. Das ist eine Logik. Ja, sagen Sie, entfernte Verwandte. Wie gefällt es Ihnen denn da bei uns? Sehr gut, besser als ich mir's vorstellen hab können. Das wäre eine zum Verzehren. Was? Wusste. Möchtest du nichts arbeiten? Bin ja eh dabei. Sagen Sie, hat er sich schon bissen? Gusti, ich werde gleich mit dran. Wenn du nicht augenblicklich deine Stiefeln da in Trab setzt und von hier verschwindest. Hat er sich schon in die Sonne gestellt, damit er was zum Spülen hat? Gleich warte ich's. Was zum Spülen hat? Ja, und dann müssen Sie es ja so machen. Dann wird er zum Sonnenkönig. Gusti. Ja? Ich werde zum König der Unterwelt werden und dich verschlingen. Das war blöd. Da hast du Bier. Er ist ein großartiger Mann. Ja, das glaubt mir jetzt kein Mensch mehr. Nein, ich weiß nicht. Schon langsam kriege ich meine Zweifel. Na, aber das brauchen Sie doch nicht. Sie haben ja alles. Bei Ihnen braucht er sich ja nicht zu plagen. Gusti, wenn du nicht augenblicklich von da verschwindest, weißt du, was ich dann mache? Dann setze ich dich auf einen Satelliten und überspiele dich nach Übersee. Raus! Ja, ich gehe ja schon.
Sein Kladel hat das, was ein Mann nicht hat, in sich, wie nix. Na nix, ich habe ja nur versucht, den Geschmack von der Sicht des Mannes aus zu erklären. Die armen Frauen. Veronika, what's up? Die Männer sind schön und ich bin da. Hab ich vielleicht gestört? Aber Gusti, so etwas könntest du doch nie. Hat aber fast so ausgeschaut. Ach wirklich? Okay, Veronika, komm. Noch so ein interessantes Gespräch mit der Gusti und meine Gehirnzellen gehen auf Wanderschaft. Eigentlich hat er ja recht. Schön sind sie ja wirklich nicht. Aber was soll ich denn machen, wenn meine großen Zeche mit den vielen Blasern nichts anderes mehr reinpassen? Ja, aber passt doch auf! Bitte, geh auf die Wiesen und schreck die Herrschaften. Simon! Simon, sag einmal, was hast du denn heute? Na ja, mein Bruder will meine Tochter heiraten. Na und? Was? Da brauche ich einen Schnaps. Simon. Ja? Simon, du musst das auseinanderbringen. Auseinanderbringen? Das ist ja ganz deppert in Sinne. Du, dann such einmal andere. Andere? Du weißt doch, wie ein Verliebter ist. Blöd, der sieht ja nur die, die er will. Ne? Also weißt du was, ich als dein Freund gehe jetzt, weil ich muss nicht bei allen dabei sein. Ja, geh, du musst nicht dabei sein, wenn er rollt. Rollt? Was? Na, mein Kopf, ne? Oh, Reise, warum hast du mir das angenommen? Warum ist kein Bub geworden, nicht? Bei der Fabrikation muss ich geschreckt worden sein. Geschreckt? Zahnbracht hast kein Bub, du Schwächling. Aber ich bitte dich, sei wenigstens jetzt mannhaft und stark. Du, ich muss gehen. Ja. Weil wenn dich der Alte erwischt, Simon, ich kann dich nicht leiden sehen. Ja. Reise! Also, wegen den kleinen Fehler bei der Zeugung, nicht? Auf, vergiss ich auf das kleine Stinkel erst mal. Du Reise, warum hast du mir das so angetan? Du Weib meiner Sinneslust. Hört das ja? Ja, Vater, warum sitzt denn da so zerknirscht? Hat da wer was getan? Na, niemand, mein gescheiter Sohn. Ich habe eine herrliche Idee. Ja. Magst du überhaupt, gell? Nicht lang, so. Zwei, drei Monate, nicht? Oder, und auch nicht weit, nicht? Nach Australien, nach China. Sag Gott, aber fällt da irgendwas? Warum soll ich jetzt auf Urlaub gehen? Gerade jetzt, wo es mir da so gut gefällt. Bei den seiner Fabrikation muss ich auch einen Fehler gemacht haben. Du Vater, ja. Ich finde die Veronika jetzt von Minute zu Minute lieber, netter und herziger. Findest du? Ja. Lieber, nicht? Ich muss sagen, wie du klein du warst, hast du dir immer ein Schwesterl gewünscht. Ich kann mich nicht erinnern. Ne? Aber ja, du hast immer gesagt, Papa, ein Schwesterl möchte ich haben, ein Schwesterl möchte ich haben. Na, ein Vorradl habe ich mir gewünscht. Ja. Aber du hast immer zu mir gesagt, Papa, ein Schwesterl möchte ich haben, ein Schwesterl. Nein. Nach dem Radl wollte ich einen Fußball haben. Wie du den Fußball gehabt hast und das Radl, da wolltest du eine Schwester haben. Na, da wollte ich eine Freundin haben. Keine Freundin, eine Schwester was wollen. Ja, mein Vater, die war ja nur störend dabei gewesen. Aber was heißt störend? Du sollst deine Schwester haben. Was bitte, ich soll meine Schwester haben? Ne? Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Wir diesen Wunsch erfüllen, Vater, ich habe gegenwärtig nur einen Wunsch. Und der ist, die Veronika zu heiraten. Die Veronika ist doch. Du brauchst sie nicht heiraten, wenn das Schwesterl. Vater, du meinst doch nicht. Na, das gibt's ja nicht. Ja. Du meinst, ich kann die Veronika deshalb nicht heiraten, weil sie meine Schwester ist? Na ja, ja. Du wär liebe Schwester, nicht wahr? Ist mir sehr gut gelungen, nicht wahr? Für das Mal hätte ich einen Oscar kriegen müssen. Vater, wie konntest du? Ja, wenn ich nicht kennen hätte, war Schwester gar nicht da. Aber das ist doch verrückt. Sie ist deine Tochter und deshalb meine Schwester. Ich bin dein Sohn und deshalb ihr Bruder. Und
Und ihr habe ich gesagt, ich bin ein Neffe von dir. Wo ist denn der Schnaps, dass ich mich dann ertränken kann? Aber reg dich nicht an. Ich gehe immer ins Rad in die Zeitung und suche ein Duplikat. Vater, warum hast du dich nicht beherrscht? Mein Sohn ist leider auch Depp, weißt du, mein, nicht beherrscht bei der Reise ihren Wagen einmal links. Weil mein Schwimmer kennt, kann er ins Wasser, ne? Ja, warum mache ich auch ein Kind nach dem anderen am laufenden Band? Sag, was machst du mit der Flasche Schnaps in der Hand? Meinen Seelenschmerz ertränken. Das verstehe ich nicht. Aber okay. Veronika, bitte setz dich daher. Ich muss dir etwas sagen. Was ist denn passiert? Hat dir wer wehgetan? Ja, das kann man wohl sagen. Veronika, es wird dir gleich auch jemand sehr wehtun. Nämlich mich. Günther, bitte, so sag mir doch schon, was passiert ist. Veronika, sag... Wolltest du je einen Bruder haben? Das weiß ich nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Noch nie? Auch nicht, wenn er so wäre wie ich? Das könnte ich mir nicht vorstellen. Dich könnte ich doch nie als Bruder sehen. Ich habe mich doch in dich... Na ja, sag's nur. In dich verliebt. Ich auch. Sehr. Und deshalb, Veronika, wird's dir gleich genauso wehtun wie mir. Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich ganz einfach, Veronika. Veronika, ich bin dein Bruder! Aber das gibt's doch nicht! Du hast mir doch immer gesagt, du bist weitschichtig verwandt! Ja, aber dasselbe hast doch du mir auch gesagt! Ja, da hab ich dich angelogen, wegen meinem Vater! Ja, und ich hab dich angelogen, weil ich wollte, dass du dich, wenn schon, in jemanden verliebst, dann in mich und nicht in den reichen Sohn von da! Jetzt? Jetzt! Bruder! Schwester. Ja, seid ihr zwar übergeschnappt? Ihr sitzt da am helllichten Tag und teilt euch betrinken? Also ich meine, gegen's Handel halten hab ich ja nix. Aber gegen diese Flasche, das ja wohl, ja? Du wirst das auch gleich brauchen. Sag mal, hast du einen Schwips? Du weißt doch, dass ich nie was trinke. Mein Gott. Dass ihr zwei euch gern habt, dagegen hab ich doch nix. Ich hab den Günther ja so gern. Na also. Und er dich, so viel ich weiß, ja auch. Ja, aber es geht nicht, liebe Mutter. Was geht nicht? Mein Gott, das, was euch zwei passiert, ist das Geschichte doch jeden Tag tausendmal. Nicht einmal, liebe Mutter, nicht einmal. Ich will auch noch an. Jetzt ist aber Schluss, Günther. Du bist doch mein erwachsener Sohn. Ja, ich wollte, war noch ganz ein kleiner Bub. Jetzt sagst du mir sofort, was los ist, ja? Also bitte, wenn du es unbedingt wissen willst, aber setz dich da her, bitte. Setz dich. Also gut, ich sag das. Die Veron... Aber es ist nicht so leicht, es dir zu sagen. Bitte, wenn du es unbedingt wissen willst, wann es nicht anders geht, äußern! Die Veronika ist meine Schwester und ich bin ihr Bruder! Na. Wo ist mein Alter? Komm, Veronika, geh mal, lass mir die Mutter rein. Du, Veronika, wenn ich dich gleich und da ist meine Schwester kennengelernt hätte, da hätte ich mich auch drüber freuen können, aber jetzt! Mir geht's genauso. Drum fahr ich fort. Günther, ich wollte... Grüß dich! Du Mutter, du sei nicht zu streng mit dem Vater. Er hat das sicher nicht wollen, weißt du? Das ist so eine Art... zweiter Frühling gewesen, ne? Also ich geh bock.
na, wart noch, wenn ich die find. Na, Lisa braucht und die Lange. Sing nicht! Da gibt's nichts mehr zum Singen, nur mehr zum Warnen. Wo ist mein Mann? Keine Ahnung. Und damit das weißt, ich will nicht warnen, ich will singen. So, klar. Wo ich bist! Da wird nicht mehr gesungen. Ich sag bitte von mir aus, ich kann dir ja was vorwarnen. Lustig finde ich das nicht. Du mach mich nicht narrisch. Hm? Wo ist mein Mann? Oh, ich glaube, ich muss ihn warnen. Ja, weißt du, liebe Bäuerin, ich hab ihn heute schon lange nicht gesehen. Vielleicht schiebt er gerade eine ruhige Kugel. Was tut er? Na, Kegel. Hoffentlich gut beschützt von seinen runden Brüdern. Gusti? Ja? Du sorgst ihm und bringst ihm sofort hierher. Na, dazu hab ich doch viel zu gern. Liebe Bäuerin, was mach ich aber? Vielleicht finde ich ihn nicht. Dann suchst du ihm so lang, bis du ihn gefunden hast. Du trau dich ja nicht her ohne ihn. Oh, also dann, auf Wiedersehen. Und sollte ich bis Weihnachten nicht zurück sein, vergiss nicht, ich wünsch mir ein paar zart große Schucherl für meine groß zarten Fusserl. Also, wenn ich nicht wisse, dass ich wach bin, glaub ich, Traum. So, da bin ich wieder. Bin neugierig, ob alles gut gegangen ist. Kann man machen, was ich will. Mir fällt nichts ein. Warum bin ich ein Siebenschläfer? Das hält meine Nerven nicht auf. Ja, Simon, ja. Hast du denn gar keine Freude, dass ich wieder da bin? Ja, schon. Da fällt dir denn gar nichts mehr ein, wenn du mich siehst. Simon. Ja. Denk doch an unseren Stadel. Ja. Erinnere dich an unser Bett aus Heu. War das nicht schön? Ha? Und gestochen hat es überall am ganzen Körper. Ja. Das war doch aufregend. Die Stecherei, ja. Außer bei gewissen Stellen hat es halt weh getan. Simon? Ja, was hat's? Unser Stadel steht noch. Lass es stehen, der hat keine Nerven. Ne? Viel Heu. Ist auch noch drin. Ist gut für die Hirsche im Winter. Ne? Hättest kein Gusto? So eine kleine Wiederholung? Na, freilich. Ich möchte ja gern wieder. Also meine Nerven. Ne? Ach, Simon, denk an die Stiche. Nein, denk lieber an die Federn, was ich habe. Simon, mein starker Simon, die Nerven stören doch nicht. Na ja. Wir könnten es ja wieder einmal probieren. Sag mal, Simon, ja. Du hast mich da noch gern. Ja, ich hab dich immer gern gehabt. Ne? Aber ich beim Stall vorbeigehe, nimm immer einen Hut an. Simon, komm in meine Arme. Hat er schon wieder. Flug, nur Flug. Simon, da bleibst. Ich bin nicht lebensmüde. Ach, Sie sind also die Dame, die sich meinen Simon ausgeborgt hat. Ausgeborgt? Die mich genossen hat, ne? Euch bist und nicht mehr das. Sie haben sich auch erlaubt. Ich habe ihr erlaubt, ne? Sie haben sich auch erlaubt, ein Kind von ihm zu kriegen. Ja, die Kindermacherei hat uns sehr gefreut, ne? Ruhig bist du in deinem Alter. Gerade im Alter braucht man's, ne? Sag mal, war ich dir denn nicht gut genug? Mehr wie gut, ne? Du ruhig bist, ja? Also, ja. Frau Schweiger, jetzt hören Sie mir mal zu. Das alles ist doch schon vor so langer Zeit ja, passiert. Das war nur Eiszeit, ne? Schau, sie war damals noch jung und ledig und. Ja. Mein Gott, und auch ein bisschen dumm. Ne? Ja, und unschuldig war sie. Unschuldig. Zwei Tage habe ich gebraucht, bis ich dran bleibe. So. Ja, und da ist es halt passiert, ne? Aber dann habe ich geheiratet und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. So, na, und Ihre Tochter? Die hat der Stork gefragt. Du ruhig bist. Was soll ich sein? Schweigen. Schweigen? Gut. Schweige. Wir schweigen beide, verstehst du? Wir reden überhaupt lange, lange Zeit nichts miteinander, ne? Und anschauen. Du bist überhaupt nicht mehr. Frau Schweiger,
Jetzt sind's doch nicht so böse. Im Schanz, das alles liegt doch schon so lange zurück. Ja, ja. Aber ihre Tochter ist jetzt da. Ja. Und zu allem Überfluss hat sich jetzt noch mein Sohn in ihre Tochter verliebt. Also, bitte, das tut mir sehr leid, ne? Aber damit muss er halt eben fertig werden, ne? Ja, ja. Aber wie es so ausschaut, ihre Tochter auch. Was soll das? Soll das vielleicht heißen, dass meine Tochter sich auch verliebt hat? Ja, das heißt es. Was in ihren Sohn? Schaut ganz so aus. Das ist zu traurig. Naja, grüß Gott. Siehst du, Herrin, so musst du ausschauen, damit's dir anknappern. Was meinst? Aber nix, die spinnt. Sag mal, was ist mit der Fotografie da? Ja, die Veronika hat mir's gegeben. Ich soll sie den Herrn Günther bringen. Warum? Naja, damit er sie nicht vergisst, weil er sie ja jetzt nicht mehr verzehren kann. Was will er essen? Na, jetzt eben nimmer. Ja, wo ist denn meine Tochter überhaupt? Ah, Sie sind die Mutter der Katastrophe. In Ihrem Zimmer ist sie am Bock. Na, servus. Ich glaube, da habe ich ja was Schönes angerichtet. Ja, das können Sie laut sagen. Aber jetzt halten Sie mich nicht auf. Ich muss zu unserem Jungschef. Ich weiß nicht. Da fehlt mir noch was. Das muss ich trainieren. Ja, also ich glaube, wir brauchen jetzt alle eine Stärkung. Ich mache uns einen Kaffee. Setzen Sie sich inzwischen. Bin gleich wieder da. Mein Gott, Simon. Wenn wir das damals gewusst hätten. Hätten wir es auch gemacht. Aber bis der Kaffee fertig ist, werde ich mal schauen, was meine Tochter macht. Verzeihung. Was ist denn? Ja, ich bitte um Entschuldigung, aber so etwas wie Sie sieht man nicht alle Tage. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Mit wem habe ich die Ehre? Bitte um Entschuldigung, so was Unhöfliches. Wendel im Burger, Bauer im Gemeinderat. Freut mich. Und darf ich fragen, wer Sie sind? Sie dürfen. Resi Pfister, Postdirektor aus Gattin. Oh, gnädige Frau. Resi Pfister? Das ist ja da drin, ist auch nicht viel lustiger. Fotografie hat er mir keine gegeben. Er hat gesagt, sie ist schöner. Aber die Pfeifen soll er bringen, als Andenken an ihn. Es ist zum Heulen. Grüß dich Gott, Burger. Sag mal, wo gehst du mit der Pfeifen hin? Na, der Veronika soll es bringen. Da wird's eine Freude haben. Also, ich glaube, er wäre ihr lieber. Sag, willst du mir jetzt nicht endlich einmal aufklären, was da vor sich geht? Aber schau, Burger, das ist doch ganz einfach, nicht? Die zwei lieben sich, aber sie dürfen nicht. Weil der eine ist ein Bruder und sie ist eine Schwester. Sind sie ins Kloster gegangen? Na, Geschwister sind's. Aber jetzt halt mich nicht auf. Moment. Sie sind also diese Resi Pfister. Ich glaube, jetzt brauche ich Ihnen nicht mehr zu sagen, woher ich den Simon kenne. Nein, ich weiß alles. Der sündige Heustadel. Na ja, der Simon hat sich ja dann nachher bei mir ausgeweint. Ah ja, Sie waren also sein Beichtvater. Beichtstock. Aber jetzt, wo ich Sie kenne, ja, da wäre ich ja viel lieber der Heustadel-Benützer. Aber trotzdem, eine solche Situation wie die heutige hätte nicht eintreten dürfen. Na ja, so viel Gerät wie jetzt habe ich noch nie, ne? Na, was hast du geredet? Nix. Weißt du, Simon, ich habe nur vorbeigeschaut, weil ich sehen wollte, ob du alles gut überstanden hast. Ja. Und da habe ich die zauberhafte Frau Resi kennengelernt. Schau's nur an. Schön habe ich sie gemacht. Grüß Gott. Vater, nach unserem langen und stummen Ausspruch. Du geh jetzt. Was das ist? Das ist dein Sohn? Ja, ich bin der Sohn, der als Kleiner ein Fahrradl hat haben wollen und dafür jetzt eine Schwester gekriegt hat. Ja, eine Schwester ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Ja, besonders, wenn man es heiraten möchte. Wer sind denn Sie? Das ist die Lieferantin von der Schwester. Gut, dass du da seid. Kann ich mich gleich verabschieden? Ich fahr weg. Ja, wohin denn? Irgendwohin. Ja, das ist aber sehr schön. Mein Gott, Veronika, es gibt doch so viele Männer. Ich will nie mehr einen Mann. Oh
Gott, Kind, sag doch sowas nicht. Aber reg dich nicht auf, das legt sie nicht. Ja, ja, und wenn nicht, dann ersparen Sie noch was für die Zukunft. Also gehen wir halt. Ja, dann gehen wir halt. Da geblieben. Zuerst wird einmal alles beredet. Also ich glaube, wir stören. Ja, das glaube ich auch. Simon, ich gehe jetzt. Ja. Aber ich fahre nicht vor. Dann greif mir da, dann hörst du. Also kommen Sie jetzt. Ich werde Ihnen unsere Ortsschönheiten zeigen. Also schön, ich komme mit Ihnen. Aber brav sein. Wenn wir anstrengen mit dem Bravsein. Also überanstrengen mit dem Bravsein brauchen Sie nicht auch wieder, ne? Geht bei keinem Hersteller vorbei, gell? Also weißt du, Simon, dass du mir das hast antun können? Ich weiß was. Vor Gericht gehört das Ganze. Aber geht. Ja, aber das Gericht, das sind wir selber. Vater! Ja. Du bist der Angeklagte. Aha. Du setzt dich da her. Komm her. Da. So. Mutter, du bist die Klägerin. Du sitzt da. Veronika, du bist die Geschworene. Du nimmst da Platz. Und ich bin der Richter. Die Klägerin hat das Wort. Ja, bitte, was soll ich? Na, schimpfen soll ich das. Na, ob ich das kann. Na, nicht. Bei uns. Und jetzt ist lustig, so traurig, lustig, ja? Hinaus mit dir. Das hier ist deine Gerichtsverhandlung. Ja. Das bitte ist der Angeklagte, das ist die Klägerin, das ist die Geschworene. Und ich bin der Richter. Na und ich bin's Volk. Also, ich frage dich, Simon, wie konntest du? Ja, Vater, wie konntest du wirklich? Na ja, wenn er nicht... Dann wäre ich ja nicht da. Ja, stimmt auch wieder, Angeklagter. Na ja, wie konnte ich nicht? Bei der Rese ihren Wogler nicht. Meine, mit was hat sie gewackelt? Na, mit was wogelt eine Frau? Mit dem Kopf. Auch, aber weiter unten unter der Taille, nicht? Dort hast du hingeschaut? Na, wohin sonst? Ja? Du wirst auch noch schauen, mein lieber Sohn. Und wie du schon... Ich muss ihn aufklären. Nicht? Ein außereheliches Kind. Nein, Mann, Sie kennen ja nichts dafür. Aber er, der Zeuger. Erzeuger, sagt man. Ja. Erzeuger. Also, ich finde es sehr nett von unserem Chef. Es gibt doch viel mehr Frauen wie Männer. Brav, Herr Chef, dass Sie noch mal zweite angenommen haben. Angeklagter! Angeklagter! Der Klägerin, der Mutter. Ja, der. Der wäre so etwas nie eingefallen. Die wäre nie... Beiseite gesprungen. Wohin? Zur Seite. Ja, zur Seite gehüpft oder sonst wohin. Gehüpft? Das ist ja kein Frosch. Noch so eine Bemerkung und Sie kriegen die rote Karte. Ich brauche einen Verteidiger. Also bitte, Gelegenheit hätte ich ja genug gehabt. Ach, warum nicht, warum nicht? Jedes Heferl kriegt sein Deckel. Bin ich vielleicht der Heferl? Der Angeklagte wird verwarnt. Ich brauche einen Verteidiger. Die Mutter, die Klägerin. Ja, ihr wäre so etwas nie eingefallen. Sie hätte niemals die Ehe oder... Aber bitte trau nicht so stark auf, ja? Ihr redet und redet, aber an unsere Liebe denkt keiner. Ja, wir gehen eh gedoppelt ins Wasser. In den Mühlbach! In den... Also... Jetzt war? Da werden die Fische hin. Also ich muss jetzt reden. Simon, auch ich habe fast... Na, das heißt wirklich den treuen Weg verlassen. Auch ich... Also mit einem Wort. Simon... Du bist nicht der Vater vom Günther, der hat einen anderen Erzeuger. Ein Fremder hat in meinem Revier herumgeblieben. Bitte, jetzt habt's es. Jetzt ist er eingefallen in die Oma. In die Oma. Jetzt hab ich doch gerade sagen wollen. Herr Chef. Ich brauch kein Wasser. Ein Schnaps, sonst fahre ich wieder rein. Ich bin Junge. Günther, wir können heiraten. Heiraten? Ja. Du Elende. Ha? Während ich in Amerika gearbeitet habe und fast drei war,
hast du in Liebe da herumgewirtschaftet. Hm. Ja, Vater, wie du das alles gemacht hast, das musst du selber wissen. Also, ich weiß nicht, sogar unser Bärin hat einen Seitenhupferl gemacht. Nur mit mir hupft keiner. Ich muss eine Sonderanfertigung sein. Ich glaube, wir gehen, es wird ein bisschen zu intim. Ja, und zu euch zwei. Schatz, ihr habt beide einen Fehler gemacht. Wisst ihr was? Vergesst es! In unserer Ehe wird sowas nie passieren. Ja, am Anfang ganz bestimmt nicht. Ich gehe auch. Verbrenn ja schon an innerer Hitze. Ein Mann muss her. Ja, schon, das ist mir vollkommen wurscht. Nur ein Mann muss es sein. Ein Mann, der eine Hosen anhat. Naja, brauchst nix reden mit mir. Ja, ich eh nix. Du darfst Zeiten springen und ich nicht? Ein Mann darf. Hm. Mir hat's auch keiner verboten. Schau dir die Araber an. Mindestens 4 Weiber. Ich war eh bescheiden, ich hab nur 2 gehabt. Bist du ein Österreicher und kein Dirk? Schöne Bräuche kann man übernehmen, ne? Wann hat's denn angefangen? Angefangen, na ja, wie du mit den anderen vom Gemeinderat in Amerika warst. Wie ich in Amerika war, ne? Wie ich fast 3 war und gearbeitet hab. Hast du mit einem Fremden in Liebe geschwelgt, in Sündiger? Na ja, geschwelgt. Hm? Was habt ihr denn gemacht? Na, das Übliche. Ich lerne mit Mühe ein paar Sachen und sie gibt's weiter. Wie lange hat's denn gedauert? Jedes Mal? Blöd, wie du gedacht hast. Jedes Mal, ich mein das Verhältnis. So, 3 Wochen. 3 Wochen? Dafür jeden Tag. Jeden 3 Wochen? Das sind 21 Tage? Das ist meine Jahresration. Na komm, schau, Simon. Jetzt haben wir jeder ein Kind. Hm? Ja, vielleicht ist es gut, ne? Wegen der Blutauffrischung. Ne? Hm? Wer war's denn? Ja, es. Ich weiß. Du weißt es. Der Aushilfsbriefträger war's, ne? Ja, du weißt das wie? Ich weiß wirklich. Ein Staatsangestellter, ne? So, dass ein Brief aus der Rock geht, der hört zu dir, ne? Und dafür müssen wir dann die Überstunden zahlen, ne? Ja, aber ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Die Briefe tragen wir selber aus, verstehst du? Wie war er denn? Der Herr Staatsangestellte. Hat er mich erreicht? Fast. Fast, ne? Alle Tage erst? So was muss man sich da einteilen, ne? Was versteht denn schon so ein Brieftrager von der Liebe, ne? Na, der genug. Ja, aber kleinkariert, nicht? Wo habt ihr denn gesündigt? Ja, Ich weiß. Im Stall, ne? Ja, der war's wirklich. Hat's dir auch gestochen? Was? Das Hai, ne? Nein, das Hai hat mich nicht gestochen. Den Stall war's? Ja. Sie im Stall? Im Stall? Den Stuhl reiße ich auf.